Die brandheißen Feuerwehr-News mit Olli Sachse. Hören Sie jetzt den zweiten Teil der Interviewfragen an Herrn Lippay von der Firma Falk, die im Forum von feuerwehr.de gestellt wurden. Was ist die wöchentliche Höchstarbeitszeit für Rettungsdienstmitarbeiter bei Falk? Das wird sich an diesem Tarifvertrag orientieren. Grundsätzlich ist es so, dass wir aus Skandinavien verschiedene Arbeitszeitmodelle kennen. Das werden wir im Einzelnen aber klären, im Einvernehmen mit Verdi oder mit einer anderen zuständigen Gewerkschaft. Das können wir im Voraus schon zusichern. Auch die skandinavischen Arbeitszeitmodelle, das wissen wir, waren zum Beispiel auch für Verdi nicht uninteressant, aber das Bestreben von uns ist, dass wir einvernehmliche Lösungen zwischen Falk und seinen Mitarbeitern und den Gewerkschaften erzielen möchten. Welche Aktivitäten im Bereich Brandschutz plant Falk hier in Deutschland? Das Engagement wird sich im Moment zumindest aus unserer Sicht nur auf den Bereich der Werksfeuerwehren konzentrieren. Also wir werden unsere Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten, sofern es noch notwendig ist, dass Falk Werksfeuerwehren im Ausland betreibt, zum Beispiel in Spanien, ist in Fachkreisen bekannt. Alles andere, sprich kommunale Strukturen, sind derzeit für uns nicht interessant. Wird es eine zentrale Niederlassung in Deutschland geben und wenn ja, ist der Standort schon geklärt? Eine zentrale Niederlassung im Sinne einer Geschäftsstelle wird es in Deutschland geben. Wo die sein wird, das können wir im Moment nicht sagen. Das hängt davon ab, wo wir die Ausschreibung gewinnen werden, wo es strategisch Sinn macht, eine Geschäftsstelle zu etablieren. Und alles andere wird dann dezentral organisiert über die jeweiligen Wachenstandorte. Wird es denn ein zentrales Ausbildungszentrum geben? Und wenn ja, wird neu investiert oder werden eher bestehende Strukturen und Synergien mit lokalen Anbietern und Institutionen genutzt? Also das muss man muss unterscheiden. Was wir natürlich, wir versuchen in Dänemark, wie in allen anderen Ländern, auch in Deutschland wird es so sein, unsere Unternehmensphilosophie hierher zu transportieren. Das heißt, es wird auf der einen Seite sicherlich Aus- und Fortbildung Falk intern geben. Wir sehen aber auch die Bildungseinrichtungen der Hilfsorganisationen beispielsweise als potenzielle Partner. Und ich kann mir vorstellen, dass, sofern die Bereitschaft bei den Hilfsorganisationen vorhanden ist, wir hier auch diese Einrichtungen mit nutzen werden. Wir machen nochmal eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit dem dritten und letzten Teil des Radio 112 Interviews mit der Firma Falk GmbH.